Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Der Panzer, wo man ganz laut Raschia mitschreien muss oder den göttlichen Stalin preisen muss, obwohl das, glaube ich, insgesamt ganz keine gute Idee ist. Der zweite Neuner aus den diesjährigen Lootboxen neben der Tigermaus, die da steht. Das Objekt 752. Ich glaube, russischer kann ein Panzer in World of Tanks nicht sein. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Witzigerweise, bei der Aussage, russischer kann ein Panzer nicht sein, muss man das doch dann wieder ein bisschen einschränken. Denn das Ganze ist ein Dreierclip-Autoloader. Also ein ganz klassischer Autoloader mit 3 Granaten im Magazin. Und das klingt natürlich erstmal ganz nett. Der Clip Reload sind 34 Sekunden Stock. Und hier kriegen wir gleich mal direkt eine eingeschenkt vom BZ. Und wir haben 390 Alpha pro Granate. Ja, hier muss ich erstmal gucken, wo er mir denn die Granate reingebatzt hat. Da bin ich unglücklich, habe ich die Unterwanne zu deutlich gezeigt. Denn grundsätzlich hat das Fahrzeug eine ziemlich gute Panzerung. 390 pro Granate, dementsprechend potenzieller Clip Damage 1170. Wir haben einen Intra-Clip Reload von 3,2. Und der Rest der Kanone ist, wie gesagt, richtig russisch. Ich glaube, russischer kann eine Kanone nicht sein. Wir haben katastrophale 0,42 Genauigkeit. Wir haben katastrophale 3,4 Sekunden Einzelzeit. Man hat den Eindruck, die Einzelzeit ist unendlich lang. Und wir haben auch Softstats, die katastrophal sind. Also wenn ihr einen 7032 gewöhnt seid, der 8er Heavy Premium Doppelrohrpanzer, der ja herausragende Softstats, also Kanonenstabilisierungswerte hat, dann ist das hier das komplette Gegenteil. Also auf Distanz muss man wirklich Russland preisen. Man muss laut dem russischen Gott huldigen, dem RNG-Gott huldigen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ansonsten trefft ihr einfach nichts. Ihr trefft nichts und wir sehen jetzt hier schon auf dieser Entfernung, wie viele Meter werden das sein? 250 Meter, 200 Meter, selbst das ist schon schwierig. Wir haben eine DPM von 1737, das ist im Vergleich, genauso wie die Einzelzeit und wie die Genauigkeit und wie die Softsets im 9er-Bereich, nicht wirklich gut. Auch wenn man andere Autoloader, Semi-Autoloader, Pseudo-Autoloader da irgendwie mit reinnimmt, ist das keine gute DPM. Und auch die Durchschlagswerte lesen sich erstmal nicht so überragend. Wir haben 240 AP Standard-Pen mit beschissenen 862 Metern pro Sekunde Fluggeschwindigkeit. Wir haben recht brauchbare APCR-Premium-Durchschlagswerte von 310. Aber es ist APCR und keine Heat. Das heißt, die 310 kommen eigentlich nur an, wenn er direkt nah am Gegner steht. Fluggeschwindigkeiten hier 1178 Meter pro Sekunde. Denn wie gesagt, bei der Durchschlag, Heat verliert kein Durchschlag auf Distanz. APCR verliert es. Damit lesen sich die 310 auf der APCR nicht mehr so krass gut, aber sie sind schon in Ordnung. Beschweren sollte man es ja drüber auf jeden Fall nicht. 68 HE-Pen bei 530 Alpha. Ich habe jetzt hier einen HE-Clip mit dabei. Ist aber natürlich bei 34 Sekunden Clip-Nachladezeit so eine Sache, ob man den Clip unbedingt braucht. Weil insgesamt hat das Fahrzeug nicht allzu viel Munition, nämlich nur 30 Granaten. Das ist zwar jetzt für den Autoloader mit der Clip-Nachladezeit ausreichend, aber wenn die Runden lange genug laufen, wird es dann schon tendenziell schwierig, würde ich sagen. Wir haben einen Topspeed von 35, rückwärts 12,78 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Und wenn wir uns auch diese Werte im Heavy-Vergleich anschauen, ja, dann ist die Tigermaus zwar vorwärts langsamer, rückwärts tatsächlich schneller,
hat das schlechtere Leistungsgewicht. Aber im sonstigen Heavy-Vergleich sind das keine guten Werte. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein Heavy. Also was erwartet man hier? Aber selbst da Top-Speed-Werte auf anderen Fahrzeugen auf jeden Fall besser. Ansonsten die Drehfreudigkeiten ordnen sich in den brauchbaren Bereich ein. Und wenn wir mal einen Blick auf die Panzerung werfen, da wird es natürlich spannend. Also, lasst uns mal gucken. Dieser Bereich links und rechts direkt neben der Kanone, der ist verdammt gut. Dort kommt ihr frontal auf ungefähr 350 Meter. Da oben die zwei Kommandantenkuppeln, die sind ein Weak Spot. Die kommen nämlich jeweils nur so auf 180 bis 190 mm. Jetzt kommt aber das Aber. Wir haben tatsächlich dafür, dass es ein Russe ist, 8 Grad Gun Depression. Das heißt, wir können einerseits, wenn die Kommandantenkuppeln vielleicht ein bisschen verstecken, wenn wir Hold Down stehen. Es ist aber noch eine andere Sache. Und das habe ich gestern erst im Stream gelernt. Ihr müsst nach dem Schießen die Kanone hochnehmen. Damit, wenn ihr frontal vor dem Gegner steht, versteckt ihr nämlich eure Kommandantenkuppeln, weil das so ein bisschen eine Art Wiegeturm ist. Die gehen dann quasi hinten runter und damit ist diese, verdeckt die Frontalpanzerung, dort wo auch dieses MG rauskommt, verdecken dann die Kommandantenkuppeln. Und ihr seid im Grunde am Turm nicht mehr durchschlagbar, bis auf eine Stelle, nämlich direkt dann unterhalb der Kanone. Wobei, die ist halt erstens kleiner als die beiden Kommandantenkuppeln und die braucht trotzdem, je nachdem wie weit ihr die Kanone nach oben nehmt, braucht ihr da trotzdem ungefähr 260 bis 280 mm Durchschlagsleistung. Da ist es effektiver zu schauen, dass ihr diese kleine Fahrerluke hier rechts unter der Kanone, dass ihr die durchschlagt, denn die ist ein Weak Spot mit 190. Die Unterwanne habt ihr schon gesehen, ist auch ein Weak Spot. Die hat auch so ungefähr 190. Der Rest der Wanne ist sehr, sehr bouncy und sehr vom Winkel, sehr trollig. Auch wenn das hier gar nicht so aussieht, aber da, ja, da wird es dann schon wieder schwierig für die Gegner zu durchschlagen. Je nachdem, was sie für eine Pen haben und in welchem Winkel sie zu euch stehen. Von der Seitenpanzerung, ja, die hat 100 mm dort, wo keine Schottpanzerung ist. Dort, wo die Schottpanzerung vorhanden ist, sind es teilweise 130 mm Heckpanzerung. Ja, effektive 130 bis 150. Und der Heckturm kommt auf 120, Motorabdeckung 25 mm. Das heißt, wenn die Arti da auf diese Lüftung trifft, dann tut's richtig, richtig weh. Wenn wir uns die Mannschaft anschauen, wir haben einen Kommandanten, der ist Funker, wir haben den Rissschützen, wir haben den Fahrer, wir haben Ladeschützen. Damit haben wir ein Crew-Layout, was bei vielen russischen Heavys direkt 1:1 reinsetzbar ist. Es gibt ein paar Heavys, die haben einen extra Funker. Es gibt ein paar Heavys, die haben einen zweiten Ladeschützen, aber grundsätzlich ist das ein Crew-Layout, was durchaus brauchbar ist zum Leveln. Bei den Field-Mods, hier wieder die Kanone, ein Traum. Bei den Field-Mods bekommt ihr mehr Hitpoints. Ihr bekommt die Option für einen zweiten Slot, einen zweiten Kategorieslot für eure Module. Dort habt ihr die Auswahl zwischen Beweglichkeit und Feuerkraft. Der erste Kategorieslot ist die Überlebensfähigkeit. Da habe ich eine Härtung eingebaut. Im zweiten Slot eine Lüftung und im dritten Slot ein Stabi, um irgendwie das Gun-Handling in den Griff zu kriegen, weil wirklich, die Kanone ist ungenau, die Einzielzeit dauert Jahrhunderte und dann muss man halt trotzdem noch zum RNG-Gott beten und, weiß ich nicht, das zweite Kind verkaufen, dass man irgendwie mit diesem Panzer was trifft, wenn man halt ein Stück weiter weg vom Gegner steht. Das Witzige an dem Fahrzeug ist, ich bin es auch am Montag im Livestream gefahren, es funktioniert mit diesem Autoloader trotzdem überraschend gut. Natürlich braucht ihr Runden, die ein bisschen länger laufen, aufgrund des Clip-Reloads, aber wenn ihr es schafft, den ersten Clip und den zweiten Clip anzubringen, habt ihr schon, also mit vollen HP, habt ihr schon roundabout 2400 Schadenspunkte, je nachdem wie der RNG aussieht. Und dann habt ihr im Grunde schon eine gute Runde. Aber das klingt natürlich einfacher, als es am Ende irgendwie ist.
Das ist eine Herausforderung. Ihr braucht tendenziell längere Runden. Das ist aber immer bei einem Autoloader so. Aber witzigerweise, wenn man mit der Panzerung umzugehen weiß, wie gesagt, nach dem Schießen die Kanone hochnehmen, dann verdeckt ihr die Kommandantenkuppeln. Und immer eine Backup-Lösung dabei habt, dann die Panzerung nutzen, dann ist das Fahrzeug trotz dieser abgrundtief beschissenen Kanone durchaus brauchbar. Ich kann nichts anderes sagen. Also, ich habe maximale Skepsis. Ich bin auch gestern mit im Stream mit maximaler Skepsis dieses Fahrzeug gefahren. Aber es funktioniert. Wir haben 1750 Hitpoints, das ist in Ordnung. Wir haben eine Sichtweite von 380 Metern, was für einen Russen auch gar nicht so scheiße ist. Ja, also Wargaming scheint es, was diese High-Tier-Lootboxen-Panzer angeht, geschafft zu haben, spannende Fahrzeuge zu bringen, ohne jetzt, ich sag mal im Moment, nach den ersten Eindrücken hier OP-Fahrzeuge ins Spiel zu pumpen, so wie es halt, wie sie halt seit letztes Jahr mit dem BZ einfach halt völlig übertrieben haben. Am Ende gucke ich jetzt hier natürlich, ich will meinen sechsten Kill noch haben, an den Standard B komme ich nicht ran, der wäre potenziell in Clip-Reichweite. Das war der Borask übrigens, nicht der Standard B. Der Standard B hat gerade blind auf uns geschossen, er war nicht offen. Jetzt sind wir auf jeden Fall One-Shot, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Borask irgendwie kriegen. Schuss Nummer 1. Ja, er dreht den Turm. Aber wir können schneller schießen. Können ihn rausnehmen. Jetzt habe ich noch eine Granate. Da oben steht irgendwo der Standard B. Wir waren natürlich offen. Wir müssen jetzt erstmal abwarten. In der Hoffnung, dass der Prochetto den jetzt aufmacht. Da ist er. Er geht auf in der Rückwärtsbewegung. Ich versuche noch an ihn ranzukommen. Aber der Prochetto kann ihn leider rausnehmen. Und damit sind 6 Kills, aber nicht 7. Die Runde hat ziemlich gut gezeigt, was der Panzer für Potenzial hat. Wenn man, wie gesagt, das Thema mit der Kanone nach oben zwischen den Schüssen oder beim Nachladen, wenn man dann den Schuss baiten will, berücksichtigt und man dann die 8 Grad Gun Depression auch ausnutzen kann, um die Unterwanne zu verstecken, dann kann der durchaus bouncen. Da hat er richtig viel Potenzial. Ja, und die Kanone ist halt einfach, betet zum RNG-Gott, betet zum, keine Ahnung, welchen russischen Gott ihr auch beten wollt, dass die Kanone irgendwas trifft. Am Ende gibt es hier eine zweite Klasse. Wir machen 6 Kills, die Top Gun oben drauf. 3134 Schadenspunkte, 1158 Basis. Damit nur eine zweite Klasse, zeigt jetzt schon, wie gut das Fahrzeug anscheinend jetzt in den ersten Tagen schon gefahren wird. Hat also durchaus Potenzial und ist anscheinend ein recht gutes Fahrzeug. Dafür auch, dass es ein Premium-Fahrzeug auf Tier 9 ist. Wir müssen mal ein bisschen abwarten, wie die nächsten Tage dann verlaufen, die nächsten Wochen, wie dann auch so die langfristigen Erfahrungen mit diesen zwei Fahrzeugen sind, also Tigermaus und auch Objekt 752. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Wargaming, was 9er Premiums angeht, mit diesen zwei Fahrzeugen das erste Mal ein Stück weit davon abgerückt ist, was sie bisher mit den 9er Premiums gemacht haben, denn die waren alle ja so nicht so richtig überragend, wenn man mal ehrlich ist. Und das scheint sich hier so ein bisschen feiner zu haben. Trotzdem wirken beide Fahrzeuge im Moment jedenfalls nicht unbedingt krass problematisch. Also vielleicht haben sie es tatsächlich mal geschafft, interessante Fahrzeuge ins Spiel zu bringen, die aber durchaus auch gebalanced sind. Oh, ich will es gar nicht laut aussprechen. 920 gebounced. 53 Support, ja, es war einiges an Premium mit dabei, trotzdem mit den 50.000 sind es knapp 36.000 Credits plus und insgesamt 1824 Erfahrungspunkte. Eine schöne Runde zu einem Panzer, der anscheinend durchaus was zu taugen scheint und jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung. Habt ihr den aus den Boxen gezogen? Seid ihr ihn schon gefahren? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Mein Dank geht am Ende wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt: Game One, Fan Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Baron, Heimdall, Klumpen, Franz, Rohrblitz, Jan, VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.